Oh, YouTube, da war ja was. 3 Wochen ist nichts mehr gekommen, wirklich? Ja, Chris, 3 Wochen. Du hast es wieder mal verkackt. Aber natürlich habe ich nicht einfach vergessen, Videos zu bringen. Ich meine, ich kündige es ja immer schön auf Twitter an und schreibe dann immer so ein bisschen was. Aber auf Twitter war ich diesmal auch ein bisschen inaktiv. Und wie denn so oft, wenn nicht so viele Videos kommen, habe ich genau ein Problem. Und das ist nicht Zeit, es ist einfach Kreativität. Wie ihr ja sicher auf meinem Kanal bemerkt habt, werdet ihr hier weniger so Standard-Let's Plays sehen oder irgendwelche PvP-Videos, sondern eher so aufwendiger geschnittene Formate oder wirklich Videos, hinter denen auch eine gute Idee dahinter steckt. Mein Problem ist jetzt eben, dass meine Kreativität jetzt nicht unbegrenzt vorhanden ist. Und so hatte ich jetzt irgendwann einfach keine Ideen mehr für neue Videos, vor allem, weil ich nicht besonders viele Projekte habe, wo ich dann immer sagen kann, yo, wenn ich jetzt keine so mega heftige Idee habe, dann habe ich immer noch ein Format, auf das ich ausweichen kann und was ich auch wirklich gut finde. Und deswegen kam jetzt eine ziemlich lange Zeit nichts mehr. Einerseits, weil ich natürlich keine Idee hatte, was ich überhaupt bringen soll. Und dann ist noch die letzten 1,5 Wochen, weil ich in der Schule unglaublich viel Stress hatte und sonst eigentlich geschaut hätte, dass ich für die Zeit ein paar Videos schon mal vorproduziere. Weil ich aber auch keine Ideen hatte, konnte ich das auch nicht tun und deswegen, ja. Nun ja, jetzt könnte sich der eine oder andere fragen, ja super Chris, wie geht's jetzt weiter, Mann? Wenn du keine Ideen mehr hast, dann kannst du doch mit YouTube direkt aufhören. Aber nein, Leute, das habe ich nicht vor. Ich habe mir jetzt in diesen ganzen Wochen ziemlich viel Gedanken zu neuen Formaten gemacht. Und habe auch einige alte Formate wieder neu belebt, sozusagen. Ich will noch nicht allzu viel verraten von diesen ganzen neuen Formaten, aber ich habe auf jeden Fall eine Art Let's Play, aber ein bisschen aufwendiger nochmal vor. Was auch nochmal eine coole neue Idee reinbringt, die ich bisher so noch nicht wirklich gesehen habe. Und ich habe auch noch einige andere Formatideen, die ich demnächst auf jeden Fall auch noch umsetzen werde. Und außerdem habe ich für künftig noch eine größere Ankündigung zu machen. Ich will neben meinem jetzigen Hauptkanal, der genauso weitergeführt wird, wie er bisher ist, einen zweiten Nebenkanal eröffnen. Was werde ich jetzt dort bringen, könnte man sich jetzt fragen. Und die Antwort ist Gaming. Ich meine, auf diesem Kanal hier bringe ich auch schon Gaming, aber anders. Denn auf diesem Kanal hier bringe ich vor allem Formate, die geschnitten sind, wo das Spiel nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, wo der Inhalt des Videos durch irgendwas anders kommt, wie zum Beispiel Lost in Translation, wo wir irgendwelche Untertitel vorlesen. Und selbst die ganzen anderen Minecraft-Videos sind meistens nicht so unbedingt, dass ich jetzt da mega heftig Minecraft zeigen will, sondern sind eher nur so zur Unterhaltung gedacht. Und das Ganze will ich auf dem anderen Kanal eben ein bisschen anders machen. Nicht, dass meine Videos dort nicht mehr unterhaltsam sein sollen, weil ich denke, dann würde ich generell irgendwas falsch machen. Aber ich will dort einfach mal ein bisschen mehr das Spiel in den Mittelpunkt drücken. Sozusagen einfach ganz normale Let's Play-Projekte bringen, die dann vielleicht auch nicht so mega aufwendig geschnitten sind, die vielleicht einfach eher so ein bisschen 0,15 sind, wo man aber sich doch auch, vor allem weil sich auch mehrere Leute gewünscht haben, dass ich mal ganz normale Let's Plays nebenbei mache, damit einfach ein bisschen mehr kommt, wo ich dann einfach mal auch was anders zocken kann und eben nicht nur Minecraft. Und ich will dafür eben einen zweiten Kanal eröffnen, einfach weil auf diesem Kanal die Leute doch ein bisschen mehr auf Minecraft getrimmt sind. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn ihr mich auch nur abonniert habt, weil ich meine Videos hier irgendwie ein bisschen aufwendiger gestalte, weil ich hier Sachen reinschneide, weil ich hier Jumpcuts mache und so weiter und so fort. Und ich denke, da mich sehr viele Leute nur deswegen abonniert haben, und das kann ich auch vollkommen verstehen, wenn ich jetzt hier anfangen würde, irgendwelche random Let's Plays hochzuladen, dann denke ich, das würde einigen Leuten doch in der Abo-Box ziemlich auf den Piss gehen. Und deswegen habe ich einfach gedacht, yo, dann mache ich einfach einen zweiten Kanal. Dort lade ich dann diese ganzen Let's Play-Kram hoch und auf meinem jetzigen Kanal lade ich weiterhin genauso wie jetzt, nur eben noch fast ein bisschen cooler, weil ich jetzt wieder ein paar mehr Ideen habe. Den ganzen Inhalt, der ein bisschen aufwendiger produziert ist, lade ich einfach hier hoch. Und wer sich jetzt für den neuen Kanal schon interessiert, der ist schon so ein bisschen im Aufbau. Der hat auch schon von ein paar Leuten, die es irgendwo mitgekriegt hat, ungefähr 35 Abonnenten erreicht. Der ganze Channel ist erreichbar unter youtube.com/wolrechris. Denn das ist ja nicht die URL meines jetzigen Kanals. Das heißt, youtube.com/wolrechris führt nicht auf meinen Hauptkanal, sondern auf meinen Zweitkanal. Aber das war schon immer so und jetzt habe ich den mit dem wolrechris, weil ich die sowieso schon besessen habe, habe ich jetzt einfach zu einem anderen Kanal gemacht. Und der ganze Channel, der heißt Wolrechris TV. Es ist kein besonders einfallsreicher Name, aber ich habe mir ja immerhin schon mal Wolrechris ausgedacht. Man soll ja irgendwie erkennen, dass das Ganze zu meinem Hauptkanal dazugehört und dass es nicht ein komplett eigenständiger Kanal ist. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich nenne den einfach mal Wolrechris TV. Ein Link dazu ist natürlich nochmal hier irgendwo im Video eingeblendet und auch nochmal in der Beschreibung drin. Das heißt, falls ihr euch für solche Let's Play-Projekte interessiert, dann könnt ihr natürlich dort gerne mal vorbeischauen und den vielleicht auch schon abonnieren.
Wenn nicht, dann wird da auf jeden Fall nochmal eine Art Trailer oder eine Art Video auf diesem Kanal kommen, wenn das Ganze denn dann tatsächlich startet. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen der Fall sein. Und ich würde mal sagen, das war's eigentlich schon so zum Großen und Ganzen. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall wieder freuen, dass es jetzt wieder weitergeht. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier einige neue Projekte starten. Das werdet ihr jetzt auch die nächste Zeit dann sehen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich freue mich jetzt mega, wieder Videos zu machen. Und bis dann, bleibt schleimig und tschüss.